herzlich willkommen in Melis Kochwelt. Heute machen wir ein weiteres All-in-One-Rezept und zwar Rahmkartoffeln-Eintopf. Man kann das Ganze mit Wiener Würstchen verfeinern, entweder vegetarische Variante oder eben eine fleischhaltige Variante. Und was ihr dazu braucht, seht ihr jetzt. 300 Gramm Wasser, 500 Gramm Kartoffeln. Entweder nehmt ihr festkochende Kartoffeln, dann habt ihr am Ende mehr Stücke, oder ihr nehmt mehlig kochende Kartoffeln, dann habt ihr eher so eine Art Brei. Das könnt ihr selber entscheiden. Ich habe jetzt hier halb-halb gemischt. Salz und Pfeffer nach Geschmack, 4 vegetarische Wiener Würstchen. Ihr könnt natürlich auch Fleisch verwenden, da ich aber kein Fleisch esse, habe ich jetzt die vegetarischen verwendet. 100 Gramm Karotten in kleine Stücke geschnitten, 30 Gramm Zwiebeln, etwas frische Petersilie, so 2 bis 3 Stängel, 4 Teelöffel Gemüsegrundstock. Wie man diesen zubereitet, könnt ihr gerne in der Infobox nachschauen. 20 Gramm Olivenöl, eine Prise Muskatnuss sowie einen halben Teelöffel Paprikapulver. Als erstes werden folgende Zutaten zerkleinert, und zwar Zwiebel, Gemüsegrundstock sowie frische Petersilie. Und das wird zerkleinert, 6 Sekunden auf der Stufe 5. Diese Zutaten müssen nur noch kurz gedünstet werden. Und hierzu kommt kurz das Öl hier drüber. Und dann vielleicht nochmal alles nach unten schieben, ansonsten wird es gar nicht richtig erhitzt. So, und das wird gedünstet 3 Minuten bei der Varoma-Stufe auf der Stufe 1. Wenn das Gemüse fertig gedünstet ist, kommen jetzt weitere Zutaten hinzu, und zwar einmal die Karotten. Die müssen in so ein bisschen dickere Scheiben geschnitten werden. Dann Kartoffeln in mundgerechte Stücke. Und das Wasser. Und dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer nach Geschmack. Und das wird nochmal gegart 17 Minuten lang auf der Linkslaufstufe, auf der Stufe 1 bei 100 Grad. Jetzt müssen wir nur noch die restlichen Zutaten hinzufügen. Aber als erstes würde ich mal alles, was hier so an der Topfwand klebt, einmal nach unten schieben. So. Also einmal die Würstchen. Dann Creme Fraiche. Und die Gewürze. Das ist einmal Muskatnuss, eine Prise Muskatnuss und Paprikapulver. Und das wird nochmal erwärmt, weitere 3 Minuten bei 90 Grad bei der Stufe 1 und bitte Linkslauf. Das Mittagessen ist fertig. Es sieht schon ein bisschen aus wie so Babybrei, könnte man sagen, mit so kleinen Stücken drin. Aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und wie schon gesagt, wenn ihr wenig kochende Kartoffeln verwendet, dann wird es halt noch breiiger. Und jetzt habe ich das so halb gemischt, deswegen habe ich noch so kleine Stücke aus Kartoffeln. Wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, dann könnt ihr gerne auf meinen Blog gehen, der steht hier unten. Da gibt es nochmal die genauen Zubereitungsschritte und die genauen Zutatenangaben. Und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, könnt ihr gerne das nächste Mal einschalten und mich abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Melis Kochwelt.